So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neue Tagesaufgabe. Also es gibt anscheinend doch noch neue Aufgaben. Aber nur mit EP, ein Ladebildschirm. Weil eigentlich wäre schon die neue Season dran. Wie man sieht, ich schätze mal die 10 Tage, 3 Stunden, dann wird auch die neue Season anfangen, weil 3 Stunden. Dann haben wir 20, ja, dann ist 20 Uhr. Also das hier wird eigentlich unser Timer sein für die neue Season, nehme ich mal an. Aber jetzt erstmal unten zu dem Code. Wie gesagt, jetzt fehlen 3 Abonnenten noch. Dann haben wir schon wieder die nächste Zahl. Gruß geht erstmal an alle raus, die schon abonniert haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch für die zahlreichen Kommentare. Und jetzt mit den manchen habe ich ja schon zusammengespielt. Ist eigentlich recht nice mit euch. So, wie gesagt, füge Gegnern Schaden mit schallgedämpften Waffen zu. Ganz simpel. Gehen wir wie immer ab in die Gruppenkeile. Und Abfahrt. So, falls jemand das Video sieht, der in meinem Livestream war, sorry, dass ich nicht da war, weil ich unser altes Auto verkauft habe. Deshalb war der Stream quasi mal gerade eine Stunde ohne mich da. Aber war anscheinend ganz ruhig, von daher müsste es eigentlich gepasst haben. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen. So, dann gehen wir mal rein hier. Und irgendwie habe ich es hinbekommen, dass Fortnite jetzt nicht mehr laggt. Zumindest mal nicht an den unnormalsten Stellen, nämlich wenn Gegner dabei kamen, da ging ja bei mir gar nichts mehr. Und ihr seht es ja auch in den Frames oben rechts. Die sind eigentlich recht stabil. Ich habe auch extra unbegrenzt gemacht, damit ihr da ein bisschen Freiraum habt. Ja, jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat er nämlich gerade kurz geruckelt, aber nicht mehr so wie früher. So. Und einige haben mich jetzt gefragt, ist der Roboter jetzt noch drin? Der Roboter ist zwar im Spiel selbst noch drin, aber der wird direkt zerstört. Also ihr habt da keine Chance mehr mit dem Biest da irgendwelche irgendwie Schaden zu machen oder so. Weil wie ihr seht, ja, noch ist er da. Interessiert mich jetzt mal selber. Ne, jetzt ist er schon weg. Also er zerstört sich direkt. So, dann suchen wir mal nach schallgedämpften Waffen. Ich schätze mal, wir werden spätestens erst eine finden, wenn wir den Loot-Drop aufmachen. Ah, da war ein Leck. Aber wie ihr seht, ich habe immer noch 90 Frames. Wieder ein Leck. Die 90 Frames sind da. Aber es ist halt nicht mehr so heftig wie früher, sage ich jetzt mal. So, da haben wir schon die erste schallgedämpfte Waffe. Nehmen wir die noch mit. Da haben wir die nächste schallgedämpfte Waffe. Ich hol's einfach mal alles mit, was ich finde. Kappa. Falsche Stelle. Ja, wie ihr seht, ihr findet halt reichlich. Also da braucht ihr euch echt keine Gedanken zu machen, ob ihr eine Waffe findet oder nicht. Das Ganze so. Nee, so rum. Ah, Munition ist noch ein bisschen wenig. Die habe ich da extra liegen gelassen. Bewegen wir uns schon mal langsam Richtung Zone. Gehen auch gerade die Häuser ab. Und dann müssten wir eigentlich auch schon auf die ersten Gegner treffen. Die kann man nicht gebrauchen. Bam, 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 bam. Eigentlich müsste ich das schon sogar mit der Munition hinkriegen. Warte, war hier noch Munition? Nee.
Irgendwo war da eben noch Munition, aber ich jetzt blöd. So, dann ab hier hoch. Da seht ihr schon die nächste Waffe. So, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal langsam rüber. Klar, ich könnte jetzt noch weiter looten, aber ich will dann eigentlich selber auch ziemlich zügig mit der Aufgabe fertig werden. Man jetzt halt aggressiv nur mit der MP den Schaden. Mal gucken, wo wir Gegner finden. Dürft euch halt nicht wundern, in der Endzone ist es halt einfach. Jetzt am Anfang könnte es vielleicht ein bisschen dauern, bis wir den Schaden zusammen haben. Hier nochmal aufs Dach. Halt einfach gucken, wo wir die ersten Gegner finden, weil logischerweise sind die noch auf der anderen Seite. Gucken, wo wir den ersten finden. So, eigentlich trifft sich hier immer alles. Ah, hier höre ich schon was. Ah, haben wir schon die ersten 20 Schaden. Zum Thema, es leckt nicht. Warum leckt das denn auf einmal wieder so? Ah ja, das war die Rache. So, aber wie ihr seht, schon 500 Schaden gemacht. Damit ist die Tagesaufgabe auch schon wieder erledigt. Wir können auch direkt schon wieder rausgehen. Zack, zack, zack. Und ihr habt ja gesehen, wie lange hat es jetzt gedauert? Von Video anfangen, 8 Minuten. Also Aufgabe easy zu machen. Wie gesagt, wenn ich euch schon öfters helfen konnte, gerne mal ein Abo da lassen. Kostet euch nichts. Hilft mir, hilft allen anderen. Und dann gucken wir gerade mal nochmal, was es genau gab. Ich glaube, gab sogar noch 10 Battle Pass Sterne. Also, Level 100 wird für alle, denke ich mal, jetzt noch einfacher zu erreichen sein. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den neuen Aufgaben.